Herzlich willkommen zum zweiten Livestream heute. Wie schon angekündigt, übertrage ich heute noch ein wenig Wildstar aus der Closed Beta. Dieses ist das vierte Closed Beta Wochenende und wahrscheinlich das vorletzte, bevor dann im Mai noch die Open Beta starten wird. Ich befinde mich aktuell in Valdaran. Kurz nachschauen hier, genau. In Valdaran und beginne gerade dieses Gebiet überhaupt zu erforschen und die ganze Mission dort ja, zu erfüllen. Und jetzt geht es im Endeffekt erstmal darum, herauszubekommen, was ich machen muss und wo ich überhaupt als nächstes hin muss. Collect Wargut Roots. Ja, mal schauen, was das jetzt ist. Okay. Nehmen wir doch mal diese Teile da. Heute ist im Endeffekt beziehungsweise dieses Wochenende ist das erste Mal, dass die neue UI verfügbar ist. Was eben sehr schön zu sehen ist, einfach dass das Layout, dass die ganzen Anordnungen der einzelnen Informationen etwas aufgeräumter aussieht und ja, alles diesen neuen Holo-Style im Endeffekt erfüllt. Es sind noch nicht alle Oberflächen wirklich komplett auf diesen Holo-Style eingestellt. Manche sind noch so eine Mischform oder naja, vielleicht ist es auch schon das Finale, mal schauen. Hier ist jedenfalls noch zu sehen, wie das alte Layout aussah mit den braunen Rändern und Oberflächen, obwohl es hier auch schon teilweise angepasst wurde und teilweise was verändert wurde. Aber ja, es geht im Endeffekt erstmal nur darum, einfach ein bisschen die Gegend zu erkunden und ich mir vor allen Dingen vor der Open Beta auch noch, beziehungsweise bevor ich selber auch bestelle, noch ein bisschen erkunden möchte. Wie spielt sich der Hochlevel-Content? Und ja, hier ist wieder ein besseres Item, das ein bisschen mehr Armor bietet. Und das andere kann alles verkauft werden. Ich werde mal noch mal kurz im Haus vorbeischauen, weil ich den Tagesbonus noch nicht aktiviert habe. Im Endeffekt Tages-XP-Bonus. Das ist sozusagen die Housing Zone, in der ja, logischerweise das eigene Haus gebaut werden kann. Oh, es gibt neue Icons für die einzelnen Nodes. Das ist auf jeden Fall auch neu. Das hier sind sozusagen die Trade Skills. Vor allem muss ich mich erstmal wieder ein bisschen an die Tastatur gewöhnen für die ganzen Befehle. Muss ich mal noch ein bisschen schauen, was ich jetzt eigentlich wo eingestellt habe. Hier finde ich es immer noch spannend, dass die Relic Nodes, dass hier eigentlich mehr Relic Nodes angezeigt werden, als tatsächlich sichtbar werden. Weil entweder sind die Relic Nodes weiterhin
dass die Karte nicht aktualisiert wird. Oder sie sind halt einfach nicht sichtbar und erscheinen nicht an den Stellen, wo sie eigentlich sein sollten. Naja, mal schauen. Questing und Hunting Bonus. So, wie komme ich jetzt? Ah, der Return Teleporter aktiviert sich inzwischen selbstständig. Man muss den nicht mehr selber auslösen. Und jetzt erstmal schauen, wo jetzt hier überhaupt noch die nächsten Missionen sind. Ich hatte beim letzten Spielen schon einige Missionen wieder angenommen, aber ich kann mich nicht mehr so genau daran erinnern, was jetzt eigentlich alles los war. Eine Shiphunt-Mission. Das müsste eigentlich die da unten sein. Shiphunt-Missionen sind Missionen, die außerhalb sozusagen auf irgendwelchen Asteroiden oder Raumschiffen oder Space Stations oder sonst was stattfinden. Jedenfalls irgendwo innerhalb des Sonnensystems. Ich weiß gar nicht, was die hier schon wieder zu bedeuten hat. Dass mir gleich der Kopf um die Ohren fliegt. So, 33 bis 47, 45 Minuten. Na dann, schauen wir doch mal. Gut, auf. Ja, willkommen beim Livestream. Irgendwie scheint sich was in der Software geändert zu haben, dass der Stream nicht automatisch mit der Aufnahme startet. Beziehungsweise habe ich wieder vergessen, das Streaming zu starten. Also ich bin jetzt von Valderan auf die erste Shiphunt-Mission gegangen. Diese hier, Shiphunt Deep Space Exploration. Und bin jetzt hier einfach unterwegs, um mal zu schauen, wie diese Mission ist und was es in der Mission zu tun gibt. Okay, dann gehen wir mal los und schauen mal, was die ersten Ziele so sein sollen. Fast guys and following stars. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie entweder im Chat stellen. Ja, im Chat ist wohl die einfachste Möglichkeit. Weil im Spiel werde ich euch wahrscheinlich wenig sehen können, beziehungsweise wird es nicht schnell genug auffallen. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen, eventuell auch selber mitspielen. Und ja, heute ist das vierte Closed Beta Wochenende, das vorletzte. Es soll noch ein fünftes geben, bevor dann im Mai noch die Open Beta startet, vor dem finalen Release dann. You like shinies? Who doesn't like shinies? Anscheinend muss ich jetzt aktuell erstmal ein bisschen mit den Leuten da sprechen, weil ich habe jetzt nicht gesehen, ob da irgendwas Spezielles.
Hooray for sentience! Irgendwas Spezielles notwendig sein. I'm here to explore. Plain and simple. Someone wants you to check in with him, yeah? In der Zone muss ich dann wohl sein, damit es losgeht. Something is not right. Okay, irgendwas läuft mal wieder schief. Naja, schauen wir mal, welche Probleme wir uns diesmal einhandeln. Naja, da taucht ja schon irgendwas auf. Ich kann mich nicht bewegen. Hallo? Okay. Seht jetzt irgendwas? Hm. Alles blind. Okay. Reload UI hat jetzt das Ganze zumindest so weit behoben, dass ich wieder was sehen kann. Allerdings weiß ich jetzt nicht genau, was. Okay, Escape the Space Wings Containment Cell. Okay, ich soll hier irgendwie rauskommen. Naja, gut, schauen wir mal, was ich dafür machen kann. Spells kann ich jedenfalls keine verwenden. Bewegen kann ich mich auch nicht. Hm. Ah, okay, hier unten. Wütend machen. Okay, das war nicht so sinnvoll. Los, komm schon her. Wie lange soll ich das jetzt wiederholen? Find a way to escape. Jawohl. Naja, ich werde mich noch ein bisschen an das Ganze gewöhnen müssen. Also an das neue Layout, weil klar, die Positionen sind etwas anders, die Informationen sind woanders angeordnet. Aber den da soll ich wahrscheinlich nicht unbedingt. Thank you.
Okay, jetzt kann ich zumindest wieder meine Fähigkeiten einsetzen, also geht's los. So, jetzt soll ich natürlich die anderen befreien. Okay. Und dann gehen wir mal auf die Suche. Irgendwelche Infostellen. Wäre ja auch ein bisschen leichter, einfach nur die Dinge abzuklappern. Ich glaube, wenn ich das da einfach so durchlaufen kann. Jetzt das Rohrzeug. Okay, ich muss zu den Lore-Informationen, weil hier habe ich gerade den Cube gefunden, oder beziehungsweise die Info, die ich gerade gefunden habe. Gucken, ob das auch so funktioniert. Oder ob ich die jetzt tatsächlich manuell raussuchen muss. Okay. Wo ist jetzt dieses Security-Teil? Wo finde ich denn jetzt diese blöden Text wieder?
ist dieses Journal? Oder ist bloß nur Security? Und wo ist das Teil jetzt? Das ist nicht. Das war noch kein Data Cube. Ach ja. Da muss doch kaum dabei sein, weil das ist nur Item. Ah, okay, wahrscheinlich muss ich hier erst den richtigen Bereich suchen. Laden. Nee, das ist es nicht. Chip-Hand Missions, okay, da. Chip-Hand Missions. Orders, da ist es. Dass das Ding nicht alleine offen bleibt, ist echt blöd. Also nochmal. Chip-Hand Missions. Offworld. So, Prisoner Security. Okay. Also nochmal gucken. So, wer steckt jetzt wo drin? Galactic Researchers. Michelangelos. Sind das die? Ja, das sind die Humanoiden. Okay, Humanoid 975. 975. Passt. So, das sind unsere Proto-Stars. Genau, die brauchen einen vierstelligen Code. 3596. Das sind noch meine Zellen. Das sind die, ne, die Redomer sind da hinten. Das sind die Cubic. Cubic 879. Und dann die Rostomer 441. So, alle befreit und jetzt geht's weiter. Weil noch mal was nachgucken für die Kalki-Bindings. Ich bin nicht sicher, ob das Vakuum doch liegt noch vorne. So, was soll ich jetzt machen? Access the Security Interface, okay. Stiefeln Forces Rescue. Sind die wird nicht mehr angezeigt, ob die
gecraftet werden können, oder was? Hey, das Stunning hat jetzt eine ziemlich lange Cooldown. Ich habe weiter als Sekunde, glaube ich, noch. Okay, 15% geschafft. Collect Engineer Cleanse Parts. Schauen wir mal, ob wir das Optionale auch hinkriegen. Ich weiß bloß noch nicht, was das da für Symbole sind. Okay, you are back. Wie schön. Looks like your mortal coil just bounced back. Auf jeden Fall wird das jetzt richtig angezeigt, das ist schon mal schön. Das ist schon wieder. Ja. Unglaublich. Ich muss mal wieder ans Kämpfen gehen hier. Triple kill. Das ist sehr schön. Okay, Vakuum Loot funktioniert. Vielleicht ist Vakuum Loot nachher im Kampf nicht mehr möglich, vielleicht haben sie es geändert. Muss ich erstmal nachlesen. So, was ist denn jetzt alles dazugekommen? Junk. Klaus. Okay, das sind alles Kostümteile. Source of Chance. Inventory.
rückwärts laufen ist meistens nicht so praktikabel. Double kill. Das ist jetzt schon 5 eigentlich da drüben. Schauen. Der gibt mir aber anscheinend wird echt nicht mehr angezeigt, inwieweit die überhaupt gerade verfügbar sind. Weil die brauchen eigentlich 60 Volatile und sind normal dann eben nicht verfügbar, solange die Volatilleiste nicht oben ist. Also diese sekundäre Energieform. Und dadurch lässt sich ziemlich schlecht erkennen, ob ich den Skill überhaupt aktuell einsetzen kann. Sind hier jetzt schon wieder zwei davon. Ich glaube, ich muss das Autokabel mal ausschalten. Sonst komme ich hier überhaupt nicht auf einen vernünftigen. Das hier Auto Face Target. Did you die again? One would think you're starting to enjoy it. Nein, ich enjoy das der Sterben noch nicht. Meine beiden treuen Begleiter. Ja, das ist ziemlich blöd. Dass nicht angezeigt wird, ob die Fähigkeit jetzt zur Verfügung steht. Ja, bis die Fähigkeit
da aufleuchtet, aber nicht verfügbar ist, ist ziemlich blöd. Okay, der ist erledigt. Dann kann ich mich jetzt dem Security-Teil widmen. Bin ja mal gespannt, was diese Teile hier sind. Clock des Stils. 64K. Und auch ein Interrupt Armor von 2. Keine Zahlen mehr, ich habe ja schon ein bisschen schade. Zahlen wir uns ein bisschen besser Hinweis, wie lange oder wie schnell das runtergeht. Hey. Ja, ich bekomme keinen Hinweis darauf, wann die Ability wirklich zur Verfügung steht. Dass der Interrupt Armor von 2 hat, kann ich natürlich auch nicht wirklich irgendwie stunnen oder ähnliches. Naja, die Schiffhandmissionen sind ja auch normalerweise für mehr Leute, aber trotzdem. Ist natürlich sehr hilfreich, das trotzdem zu machen. Okay, da sehe ich zumindest noch die Zahlen dann runtergehen. Gleich ist er vorbei. Jawohl. So, haben wir jetzt irgendeins von diesen? Ja, optional. Collect Engineer Parts. Das heißt, ich muss mehrere Typen erledigen. Nee, die anderen liegen anscheinend so verstreut in der Gegend rum. War der zweite. Sind alle genauso viel? 64K. Ist ja der Hammer. Ich hab gerade mal 17K. Kein Vergleich dazu. Naja. Naja, es sind ja noch eine ganze Menge Wildstar-Leute online. Gut so.
Okay. Jetzt habe ich gesehen, wie die Dinger markiert sind. Also wenn da dieser rote Rahmen drum geht, dann ist es anscheinend möglich, diese Ability auszulösen, wenn sie nicht generell funktioniert. Aber ja, es ist eine kleine Umstellung. Ja, okay, alles klar. Okay, funktioniert. Double kill. War denn jetzt schon wieder der Double Kill? Immer gegen die Großen. So. Okay, wenn ich mich erstmal daran gewöhnt habe, dann klappt es auch mit den Spezialfähigkeiten, die nur durch bestimmte Effekte ausgelöst werden können. Aber viel runter habe ich von dem noch nicht. Aber halt Zeit. Immerhin ist es angenehm, dass bei den Chip-Hands-Missionen die Monster nicht wiederkommen. Das heißt, ich kann in aller Ruhe nach und nach hier aufräumen. Also ich komme schon gefrorenen Minen. Triple kill. Ja, komm schon. Na also. Jetzt habe ich gar keinen Steel-Part bekommen, obwohl ich einen von den großen platt gemacht habe. So was. Hier sind die anderen Steel-Parts. Muss ich mir bloß einen von denen rauslocken. Und hoffen, dass er alleine kommt. Was auf jeden Fall immer viel Spaß macht überhaupt, wenn man durch das Ausweichen wirklich dem Schaden auch ausweichen kann und damit selbst solche eher etwas stärkeren Gegner mit etwas Geschick und Ausdauer klein bekommt. Stück für Stück.
müssen wir ein bisschen drauf schauen, wie hoch meine Energieleiste ist. Weil im Endeffekt ab 60 kann ich die zweite Fähigkeit auslösen. Und dann natürlich auch deutlich mehr Schaden verursacht. Diese hier, die 60 Volatil benötigt. Weil ich mich frage, warum das hier überhaupt in Prozent angegeben wird. Weil eigentlich ist es ja nur irgendeine Einheit. Aber gut. Das sind halt dann so die Kleinigkeiten. Dann schnappen wir uns mal den nächsten. Will nicht. Kann ich hier erstmal die Teile einsammeln. Assistance, fellow sentient. Der ist ja kaum was runter. Wie viel hat denn der? 189? Ich glaube ja, weil die spinnen. Da wird ja noch schwieriger. Der hat schon wieder aufgefüllt. So ein Schrott. Ist dann natürlich ziemlich blöd. Verschwinde ich hier erstmal. Ein Stormbreaker mit 207.000 Schaden und noch 58.000 Schild. Auch.
So, 18.000. Dann kriegen wir gleich klein. Dann ist die Frage, ob ich den großen Boss angehe. Weil bisher sah er zumindest so aus, als würde er schaffbar sein, weil er nicht so viel Schaden verteilt. Ich kann jetzt nicht einschätzen, wie stark jetzt schon von den Bots übernommen wurde. This is what organics call an urgent matter, I believe. Komm. Ein Zünd. Now that was undeniably fan-f-tastic. Yeah. Dazu gibt's nichts. Was gibt's denn Neues? Vermutlich ein P-Points. Spacious Houses. Okay. Und dann die Ability Tiers. Kann ich das direkt aufrufen? Ja. Und die Special Abilities. Combat Abilities. Aha. Was war das denn? Okay, die Dash. Okay. Genau. Ein Punkt mehr zu verteilen. Werde ich mal die Fähigkeit verstärken. Und dann noch ein AMP-Point. Um schneller Dash Regeneration zu bekommen. Okay. Jetzt weiß ich immer noch nicht genau, was diese Dinger eigentlich anstellen. Dass ich die Dinger auslösen kann. Systems critical. Which systems? All systems! Das kann ich damit den großen Boss irgendwie. I suggest you overclock your actuators, Sentient. Die Frage ist. Hello, fellow Sentient. Keine Ahnung, ob ich den tatsächlich klein kriegen kann. Immerhin. Dreitausend Schaden. I suggest you overclock your actuators, Sentient. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, sich mit dir einzunehmen. Nicht. Hello, fellow Sentient. Na, kann ich damit im Endeffekt den großen Schaden oder nicht? Naja, ich werde es wohl jetzt nicht mehr rausfinden. Hello, fellow Sentient. Bis vorne. Von
denen weiß ich auch noch nicht genau, wozu die da sind, ob die irgendeine sinnvolle Verwendung haben oder auch nur allgemeines Zeug sind. Okay, also hier geht es nicht allzu viel weiter. Meine Pass-XP aktuell, beziehungsweise meine Rest-XP, also dadurch, die ich durch das Ausruhen sozusagen als Bonus bekomme, ist noch mehr als das ganze Level aktuell. Man könnte es mal als Infotext anzeigen, hallo. Das meinte ich nicht. Naja, ist aber auch ganz nett, dass es so angezeigt wird. Karte sagt hier ist die Deep Space Explosion. Okay, hier soll ich Rescue Crew Member und hier sind noch die restlichen Engineer Parts zu Kill Ironic the Venom Snake. Moment, das ist der da hinten? Dieses Riesending? Wahrscheinlich, ne? Da, 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 da. Du bist ein Riesenbaby. Ne, das ist Stormbreaker. Ist jemand anders. Dann habe ich genug Parts eingesetzt. Ne, zwei Parts brauche ich noch. Okay, das sind dann die beiden Teile da noch. Mal sehen, ob ich hier einsammeln kann, ohne dass ich den Typen da killen muss. Systems critical. Which systems? All systems. Bei dem sollte ich ja zumindest genug kriegen, ohne dass der andere darauf aufmerksam wird. Das hat nicht geklappt. I would like to request your assistance, fellow sentient. Ja, das würde ich auch gerne. Komm schon, nimm das Zeug mit. Ah, Mann. I suggest you overclock your actuators, Indian. Ja, sehr lustig. Okay, dann halt nicht. Looks like your mortal coil just bounced back. Dun, 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 dun.
glaube, wir sind schon genau zur dreiviertel Stunde hier drin. Aber klar, die Shiphands-Missions sind teilweise auch ausgelegt auf mehr Leute. Double kill. Und die meisten von den hochleveligen Beta-Testern warten wahrscheinlich eh auf die Zeit nach dem Release. Weil es gibt ja eh nochmal komplett eine Charbite vorher. Das Ding belagert mich mal die ganze Zeit. Nitroproba. Nein. Okay, schnell und schmerzhaft. Haha. Everybody dies. It's just a pity you won't stay that way. Die warten alle, damit ich die hier ausgeräumt habe. Die optionalen Missionen. Oder ist doch nicht der optional. Triple kill. Ja, die ist noch ziemlich gut, aber. Ja. Geschafft. Double kill. So, das ist doch mal ganz angenehm, ein bisschen vorwärts zu kommen. Ein bisschen was von der Mission abzuschließen. Ja, das Grüne ist sehr schön, weil es nämlich fast 2000 Schadenspunkte verursacht. Double kill. Thank you.
Hey, was ist das denn Schönes? Oh, ein Dekorteil fürs Haus oben. Okay, das ist aber so interessant. Ich weiß gar nicht, ob man da jetzt alles reinpacken kann. Das ist doch jetzt Miet. Hier erscheint es nicht. Okay. Das heißt, es wird automatisch ausgewählt, irgendwelche Heilungsteile zu benutzen. Okay. Muss ich mir mal noch einstellen. Was ist das eigentlich für ein... Text. Das Potion. Das scheint neu zu sein. Weil es natürlich präsenter ist. Im Endeffekt wird es wahrscheinlich auch mehr verwendet, weil sonst habe ich das bisher immer nie verwendet. Weil es einfach viel zu umständlich ist, irgendwie auch mit den Altbefehlen darauf zuzugreifen. Oh. F. 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 Okay. Juhu, geschafft. Gern geschehen. Captain Tyrannia. Komm, hol die große Sache raus. Nicht viel gebracht. Entweder haben sie das nochmal deutlich vereinfacht oder sie haben einfach nur den Zugang geändert. Mal schauen. Double kill.
Ich hab den kompletten Schild weggeschossen. Okay, dann probieren wir gleich mal was aus. So, mal ausprobieren, ob das funktioniert. Okay. Cool. Ist die nächste. Der nächste Bestandteil. So, und hier muss jetzt auch irgendwo diese Schlange sein. Ja. Okay, 18.000, das geht ja. Und den kriegen wir noch locker klein, hoffe ich mal. Schauen wir mal. Er hat nicht mal einen Stunt-Armor. Das ist gut. Da geht es nachher wahrscheinlich wieder raus. So, also erstmal noch die Kuppel machen. Dann die Frage, ob ich dann nochmal versuche, diese Teile zu bekommen. Ich würde schon gern
die Missionsteile abschließen. Das explodiert einfach von alleine, aber es passt. Ja, du bist nicht gestorben. Double kill. Das ist jetzt der letzte, der dort gerettet werden muss. Bloß noch die da vorne und dann ist ja eh alles leer. Ja, das Command-Part ist mit Sicherheit gegenüber von den 200.000, ne? Wobei ich mit Sicherheit nicht ohne die Mission zu beenden. Wahrscheinlich hier nicht alles abschließen kann. So, jetzt ist dann nur noch die Frage, nur das da unten abzuschließen oder hier nochmal zu gucken und die Parts zu bekommen. Und dann reicht es auch mit der Chip-Hand-Mission. Ich werde noch einmal probieren, ob ich diese Engineer-Parts bekomme und ansonsten werde ich zur anderen Seite gehen und die Mission dann eher abschließen. Hier sind die geretteten 8 Individuen. Ja. Und die anderen warten auch schon, dass sie abmarschieren können. Aber wie gesagt, noch einmal hinten versuchen, diese Parts-Teile zu bekommen. Boah. Ob ich sie vielleicht auch beschaffen kann, ohne dass ich diesen 200.000er Boss dort erledigen muss. Vielleicht sicherer die... Ja, wie... Ah, okay.
Weil die Frage wäre, wie deaktiviere ich die denn jetzt? Wie deaktiviere ich den Hosabad? Also. Der lässt sich nicht deaktivieren. Bisschen umständlich auf diese Art. So. Also irgendwo da drüben sind die. Den Kleinen konnte ich zwar noch kriegen, aber der ist definitiv zu heavy. Groveling systems activated. Please, oh please. Oh please. So, da ist dieses eine Teil. I would like to request your assistance, fellow sentient. Okay, jetzt hat er mich wieder. Dann muss ich doch erstmal mit den anderen beiden beschäftigen. Vielleicht kann ich in der Zeit ja doch noch den letzten Part bekommen. Komm schon. Der ist leider in der falschen Richtung unterwegs. Kommt er mir wieder hinterher? Nein! Aber es könnte klappen. Also, es fehlt nur noch ein Part. Your soul appears to have unfinished business. So finish it already. Ja, bin schon unterwegs. Dun 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 dun, Speedy! Ja, mal schauen. Schräg hinten ist das Item, was ich noch brauche. Vielleicht ist es sinnvoll, den einen noch dazu zu erledigen. Von wo der mich erkennt und dann tatsächlich angreift. Da vorne ist es. Vielleicht ist es sinnvoller, ihn hierher zu locken und dann zu versuchen, in der Zeit, während die Roboter ihn beschäftigen, versuchen,
Ja. Assemble Engineer Clamp. Ja, wo mache ich das? My gratitude is so deep it can only be expressed in binary. Das ist der nette kleine Roboter aus Torchlight, glaube ich. Zumindest sieht er irgendwie so aus. Und der andere bleibt ja eh da hinten. Folgt mir nicht. Und es ist Zeit, die Shiphands Mission abzuschließen. Sollte ja jetzt nicht mehr so kompliziert sein. Double kill. Triple kill. Anscheinend haben sie da was verändert, um aus den Stun-Ons rauszukommen. Muss ich mal schauen. War jetzt das erste Mal, dass ich das gesehen habe. Dieses eine, was da immer auftaucht, ist sozusagen diese Bonus. Ah! Hey! Ist der Bonusschaden oder beziehungsweise das Bonusschild, was ich aufbauen kann. Aber ja. Kill Captain Rotfin. Bin ja mal gespannt, wie viele Trefferpunkte der nachher hat. Kann ich das Ding nicht starten? Nein! Okay. Wieso lässt sich denn diese blöde nächste Action nicht starten? Das ist da oben. Again? You really need to work on your combat skills. Ja, ja. Ich versuche. Ich versuche und versuche und versuche und versuche. Captain Nordfin. Mal ein bisschen größer machen.
Das ist noch nicht Captain Rodfin. Das habe ich die ganze Zeit immer vergessen, den... Was ist das denn? Mal meine Rüstung zu aktivieren. Na gut, sage ich dann die Spezialfähigkeit, wenn ich sie nicht einsetzen will. Super duper kill. Na. Wasch. Sind denn die beiden Kirche schon wieder hin? Das ist der zweite? Kann ja wohl nicht wahr sein. Lass mich hier alleine mit dem rumkämpfen. So, wir schaffen erstmal ein freies Feld. Bevor wir uns um Captain Rodfin kümmern. So, 5 Targets. Einflussbereich. Das ist nur noch zu Ehrenlöwe werden. Alles stunt. Double kill. Ja. Und komm. Super kill. Super kill. Super duper kill. Was haben wir denn da Nettes gefunden? Ein Psyblade, das ich nicht verwenden kann. Nützt mir also nichts. Ein Goldstück. Und sind ja jetzt nicht mehr viele. Habe ich immer noch nicht verstanden, was da angezeigt wird. Hätte ich jetzt eh noch drücken müssen? Oder hat das schon geklappt? Von der anderen Seite. Jetzt fehlt nur noch Captain Rodfin. The experiment continues. Bitte? Ja, ich habe bereits deine anderen Leute alle erledigt und jetzt bist du dran.
Kann ja nicht sein, dass du einfach irgendwelche Leute hier entführst. Ja. Na, warte, du Kerl. Tja, so schnell ist es vorbei. So, Sabotage Steel Serpent Mainframe Cortex. Geht's noch komplizierter? Dum dum. Oh ja. Na, schauen wir mal. Okay, easy day. Da, da, da. 1, 2, 3. Da, da, da. Da, 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 da. Ist ja easy. Captain Rotzen also selten accepted. Selbstdestruction accepted. Okay, raus hier. Das Schiff fliegt gleich in die Luft. Was? 6? 5? 4? 3? 2? 1? Aber ich bin noch nicht draußen. Mann, oh, hätten die nicht auf mich warten können? You escape to the Steel Serpent and return to the Dimulated Galactic Observer. Rapins Command Center. Na was denn nun? Und deswegen sehe ich jetzt wieder nichts. Das finde ich aber nicht sehr lustig. Wie geht's denn weiter? Meine Güte, das kann doch echt nicht wahr sein. Also. Okay. Wieder Vero Reload, damit es wieder funktioniert. Was soll ich jetzt wieder machen? Access Maintenance Drone Control. Restore Life Support Systems. Ich bin eine Drohne. Ja, und was soll ich jetzt machen? Also, activate life support, activate repair station und dismount. Aber kann ich das Ding jetzt bewegen oder nicht? Ja, okay. Ein Descent-Spiel, Ableger. Lasst uns im 3D-Raum herumfliegen. Okay, ein bisschen Orientierung. Okay, da lang. Was hier alles für ein Schrott rumfliegt. Oh, ich gehe wohl langsam kaputt. Ich sollte nicht immer gegen die Gegenstände fliegen. Maintenance Drone Repair Station. Activate Repair Station. Wie kann ich die denn bitte besser drehen? Activate Repair Station. Disable. 99%. Okay, die Drohne ist wieder in Ordnung gebracht. Kann ich wieder gegen die Gegenstände gegenfliegen? So ganz habe ich mit der Steuerung noch nicht raus. The
ist hier die Repair-Station. Hä? Wo ist denn das Life Support da oben? Life Support System. Activate Life Report Console. Warning Support Systems are offline. Ja, mit dem anderen müsste ich wahrscheinlich die ganze Zeit diese ganzen Flaschen aktivieren. Maintenance Stone. Ja, aber das suche ich doch gar nicht. Life Support 25%, Power 20, Gravitation 30. Dann fällt mir ja bald alles auf die Füße. Okay, also ich muss immer dahinter gucken, wo ich hin will. Und aktivieren. Life Support 13, 8% 15, hello? Ich habe doch gerade das Zeug aktiviert. Wieso ist es jetzt weniger? Das finde ich aber nicht so lustig. Da verstehe ich immer noch nicht, warum ich denen das ganze Zeug dagegen stoße. Funktioniert das auf die Entfernung? Ja. Okay, da hinten. Prozent. Nicht mit dem Kopf wackeln. Life Support System. Ja. 69, 63, 65. Nein, nicht kaputt gehen, nicht kaputt gehen. Mal geht's hoch und mal geht's runter, ist doch Scherz. Sollte ich vielleicht doch besser abspringen. Wo ist denn hier die andere Konsole? Da oben 50, 56, 59. Was für ein Durcheinander. Noch einmal Reparatur. Und da hinten fehlt mir noch eine Station. Genau, 7 von 8 sind repariert. Zack. Gegengestoßen. Okay, da hinten.
Na dann aktiviere mal das Lebenserhaltungssystem. Access Airlock Hatch. Die Gravitation scheint aber auf der falschen Seite zu liegen. Sehr lustig. Was soll das denn? Hallo? Hey! Was für eine... Unten hat es richtig funktioniert, nur die Anzeige im Spiel war durcheinander. Ach gut. Aber ich weiß jetzt immer noch nicht, was. Freestyle Terra Maus. Komm her. Special Ability. Was ist denn Special Ability? Eingefroren. Und noch eins einfrieren. Füllen wir alle ein. Komm schon. Nicht tun. Prozent. Das war's. So. Und ich weiß immer noch nicht, wo die Engines sind, da hinten irgendwo. Das
Das heißt, das sind die 5 Engines, die ich aktivieren soll, und irgendwo da hinten ist Kill Reptile Stone. Okay, dann muss ich wieder da oben hin. Ach, wie ich das springe wieder. Meine Güte. Hey, was ist das denn? 24.000, das sollte zu handeln sein. Oh, aber die Engine Heat ist nicht so toll. Wahrscheinlich brutzelt die mich bei lebendigem Leibe. Ach, wie ich das hasse. Also wohin jetzt? Darüber? Dahin? Das heißt, ich kann mich da abkühlen lassen. Irgendwie nicht. Nee. Okay, also es ist nicht sehr sinnvoll, sich da einfrieren zu lassen. Bringt mir auch dann keine Vorteile. Kann mich nur nicht mehr bewegen. Also, los. So. Kommen meine Bots auch mal wieder frei? Hey. Der steht mir da jetzt im Weg. Gehen wir wieder auf der anderen Seite vorbei. Duck dich, lauf durch. Lauf, lauf, lauf. Vielleicht gleich wieder zum Eisblock. So, letzter nicht runterfallen. Nicht runterfallen, verdammt nochmal. Ich finde das Rumgeklettere ja nicht so lustig. Das heißt, ich muss jetzt dieses Spielchen, ist im Endeffekt den richtigen Buchstaben zu verwenden und wahrscheinlich keinen von den anderen zu drücken, weil sonst greift dieses Frozen-Zeug. Sehr lustig. Da haben sie etwas geändert, weil es auf jeden Fall nicht mehr auf den F-Key geht, sondern einfach nur die andere oder eine der Richtungstasten gehalten werden muss. Was an der Stelle auch. Mann! Kann echt nicht wahr sein. Also, was jetzt? Da nach vorne. Und dann da nach hinten. Wieso komme ich da nicht hin? Okay, dann machen wir es von da unten. Ja, schnell drücken ist so sehr viel angenehmer. Was ist denn da jetzt noch dazu gekommen? So, jetzt ist der da noch dran. Ja, und die beiden kommen jetzt wieder nicht rüber. Das kann ja aber nicht wahr sein.
finde ich überhaupt nicht angemessen. Okay. Arti ist inzwischen da. Und ich bin verwirrt, oder was ist das hier schon wieder mit der Steuerung? Confused. Nee. Kann echt nicht wahr sein. Okay, jetzt sind endlich beide Bots auch angekommen. Weit genug raus, um wirklich ins Bild zu bekommen. Okay. Der ist jedenfalls erledigt. Was ist denn jetzt schon wieder schiefgelaufen? Okay, Ship Hand complete. Gut, das war jetzt eine Ship Hand, das reicht jetzt auch erstmal wieder. Gehen wir noch zurück zu Valderan, wo ich ja eigentlich rumlaufen wollte. Was mich nur wundert, dass es hier diesmal gar keine Datacrons oder sonst irgendwas gab. Ich hoffe, ich habe sie nicht übersehen. Ist da überhaupt nichts im Vakuum looten? Okay. Ja, Damage dann 43.000, Taken 31.000. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ich nur 43.000 Schaden gemacht habe. Ja, 2 Stunden. Goldrewards. Mhm. Was bekomme ich jetzt dafür? Gar nichts. Das muss auch irgendwas gelangweilt sein. Ah. Okay, das ist etwas mehr Finesse nötig. Scheint ein bisschen besser zu sein. 80, 90, 100, 128 zu 134. Na dann. Was haben wir, kann ich alles verkaufen? Ist doch nichts zum Vakuum bieten. Anscheinend, weil das Ding direkt in mein Inventory gegangen ist, wird das Ding jetzt falsch angezeigt. Things just seem like they couldn't get worse. Ich muss doch da drüben hin.
dann ab Marsch nach Hause. Yes, no, was? Lass du mal mit anzeigen, was ich überhaupt bestätigen soll. Naja, das sind anscheinend dann die Bereiche, die noch nicht komplett umgestaltet sind. Hier kann ich eigentlich noch einen Bug-Report abschicken. Haben wir es auch schon abgeschaltet. Bug. Quest ist Complete Shippan Deep Space Exploration. Shippan Deep Space Exploration. So, was ist das Problem? Okay, super. Passat. Nee, Passat ist es nicht. Passat. White Whale. Bilder ran. Return to Bilder ran. Thank you for your feedback. Bitteschön. Ab nach Hause. Good to see you, scientist. Hi. So, was nehmen wir jetzt? Saal Probe. Typal Probe. Also Finesse und Insight. Tech und Deflect. Aktuell habe ich Insight und Base Heals. Support Power 7. Support Power 37. 29.
Wieso sind denn die alle gleichwertig? Kriegen sogar noch einen Blutzelt oben drauf. Blutzelt. Okay, der hat dafür 44, das heißt der hat 3 Teile. Hier ist die Support Power, die interessiert mich eigentlich erstmal nicht so sehr. Und die Teile interessieren mich auch nicht. Und Deflect Hating. Was ist irgendwie gefällt mir keine von denen wirklich. Focus Recovery Rate. Ich hätte mit 2. Okay, dann machen wir Focus Recovery Rate. Support Power plus 21. Och, Maximum. Plus 17. Don't see how things could be better. Mit 2 Slots. Okay, wir kaufen also den ganzen Krimskrams. Und dann werde ich erstmal Pause machen. So, erstmal schauen, wo überhaupt der nächste Shop ist. Da hinten. Ganz schön ungewohnt, die ganzen Teile zu sehen. You want quality? I guarantee it. Okay, sell a chunk. Switch, kann ich das nicht mehr umschalten? Wahrscheinlich mal einstellen, was so gut. Was? Ah, okay. Das ist mein Highwayman-Zeug. Muss das Auto repair funktioniert gar nicht mehr. See the spell. Take a gander at what I'm selling. Das Teil. Wieso habe ich denn jetzt 7? Achso, das sind die freien Slots. 47 sind noch frei. Das wird jetzt also runtergezählt statt hoch.
kann ich nur noch zwei von den Missionen sehen. Data Cube Descriptions. Mehr im Wald ran. Okay. Dann gehen wir jetzt erstmal zurück nach Hause. Damit ich während der Pause noch genug UXP aufsammeln, also bekomme. Auch wenn die jetzt noch lange nicht verbraucht ist. Mal schauen, vielleicht gucke ich später nochmal vorbei. Jetzt für den Moment Zeit erstmal wieder Feierabend zu machen. Kurz ein paar Ressourcen einzusammeln. Genau, die habe ich vorhin gar nicht mitgenommen. Wieder zwei Ruhm aktiv. Ja. Wieso springst du jetzt nicht mehr? Ja, Omniplasen ist alles schon voll und das war das Zeug, was ich vorhin gerade eingesammelt habe, neben irgendwelchen Teilen hiervon. Bin mal gespannt, ob eigentlich die Chat-Optionen inzwischen gespeichert werden. Im Ergebnis inzwischen anscheinend ziemlich weniger zu dem Advice-Teil. Naja. Ich verabschiede mich erstmal hier aus dem schönen Wildstar. Ah. So, vielleicht gehe ich später nochmal online und streame noch ein bisschen. Aber für jetzt reicht es erstmal, um einen neuen Blick auf die schöne UI zu werfen, die sich jetzt hier unten in der Leiste anschmiegt. Und, 18.11 Uhr, es gibt endlich, na ja, gut, die Zeit stimmt nicht. Aber immerhin, es ist eine Uhr im Spiel, die bisher immer gefehlt hat. Also bis zum nächsten Mal und freue mich aufs Reinschauen. Tschüss.